Okay, nicht der Ort, wo ich unbedingt sein wollte, aber zumindest kann ich etwas Trost finden, wenn ich an meinem goldenen Stab herumfummle. Tute mich ruhig voll, kein Problem! Egal, was es ist, es kann warten. Ich habe extra angeordnet, dass ich unter keinen Umständen gestört werden möchte. Dieses Treffen ist von ungeheurer Bedeutung und ich muss jedes Detail planen. Es tut mir leid. Habe ich mich nicht glasklar ausgedrückt? Dieses Treffen wird im wahrsten Sinne des Wortes den Verlauf der Geschichte verändern. Gleichgewicht des Schreckens, vielleicht haben Sie schon davon gehört? Dieses Treffen dient dazu, dieses Konzept überflüssig zu machen. Ich sage es also noch einmal höflich. Lassen Sie mich in Ruhe! Warum sind Sie so verdammt hartnäckig? Was in aller Welt kann wichtiger sein als meine Arbeit? Oh, ich weiß, worum es geht. Wenn es um den kaputten Server geht, wir kennen das Problem und werden es bis Dienstag beheben. Wenn also sonst nichts weiter.
Sie mich in Ruhe. Gütiger Mann, haben Sie überhaupt keine Würde? Verstehen Sie nicht die Dringlichkeit meiner Arbeit? Das ist nicht Amerikas Kampf, das ist der Kampf der Welt. Einen Moment. Purnell, sind Sie das? Verdammt, Purnell, wenn Sie nicht sofort verschwinden, lasse ich Sie aus Groom Lake entfernen. Es ist mir verdammt egal, was die Firma dazu sagt. Sie wissen es besser, als mich um diese Zeit zu stören. Unfassbar. Das ist sicher ein Subwoofer! Du hast fies getan! Jetzt mach dich dünner! Doppelte Punkte! Ehrlich, ich bin jeden Penny wert! Ich habe auch einen Bonus verdient! Ganz gut! Aussieht, wenn man es anschaltet. Oh, Mann! Ich kann aus allem etwas machen. Vielleicht sogar eines Tages aus Dempsey einen echten Mann. Ein kleines Stück von etwas Brauchbarem. Ich weiß, was das ist.
Manchmal denke ich, dass ich meine wahre Berufung verpasst habe. Vielleicht weiß ich ganz tief in mir drinnen, dass ich auf die Bühne gehörte. Schilde. Ich sammle sogar kaputte. Genau, was ich brauche. Ich weiß meinen Allerwertesten gerne. Ich würde sagen, ich habe an alles gedacht. Was kann da schon schiefgehen? Jetzt! Ja, jetzt sofort! Gib es mir! Das wirkt. Dieser Ort wird immer etwas Besonderes sein. Für mich! Thank you.
Ich kann nicht mal Dempseys Haus sehen. Das beanspruche ich für mich. Aufzeichnung 97, 3. August 1963. Der Materietransfer-Designator wurde rekalibriert. Mal wieder, um weitere Zeitvariablen zu berücksichtigen. Dies ist Test Nummer 11, durchgeführt mit menschlichem Subjekt Nummer 5, Private Hastings. Wenn die Übertragungsdaten stimmen, trifft Private Hastings am 3. August 1963... Ich finde diese Büroumgebung erschreckend. Wenn er dies tut, wird eine Kommunikationsverbindung aufgebaut und wir können bestätigen, dass die Zeitanomalien des Teleporters kompensiert wurden. Sind Sie bereit, Private Hastings? Ja, Sir. Ich verstehe nicht, was er diesem lächerlichen Raumanzug sagt. Ein einfaches Daumen hoch genügt, Private Hastings. Gut. Wirklich die Sonne initiieren aus dem Transfer. So gerne ich eine Trostmelde. Dr. Richards, hat das funktioniert? Haben wir eine stabile Verbindung? Nein, Sir. Nichts. Wir haben ihn verloren. Oh, verdammt, das ist schon der fünfte. In dieser Basis gehen langsam die Privates auf. Ich vermute, sie tanzen irgendwo in der Zukunft auf dem Mond herum und amüsieren sich. Mit dir gespielt. Du lässt dich ja in deine Bestandteile auf. Ich verdiene jeden Cent. Strahlendes Lächeln vergessen. Keine. Wahrscheinlich wird es mich heimsuchen. Und ich dachte immer, es gäbe nur drei Aggregatzustände.
hatte so viel Spaß auf der kleinen Seilrutsche, zu beobachten, wie die Leute unten aufgefressen wurden. Amerika ist eine wahre Schatztruhe. Wer es findet, darf es behalten. Und ich hab's gefunden. Wagen, mich von hinten anzugreifen! Dir das an. Eine Zusammenstellung unserer peinlichsten Momente. Vielleicht werden hier bisher ungelöste Mysterien des Universums gelüftet. Oder es sitzt nur jemand im Keller fest. Oh ja, der Doktor ist erfreut. Thank you.
Wer es findet, darf's behalten. Und ich hab's gefunden. Wie schön! Ich bin schon ganz erregt, aufgeregt vor Freude!